Die Schweiz im Jahre 1798. Am 24. Januar proklamieren die Waadtländer nach französischem Vorbild die Lehmannische Republik. Einen Tag später marschieren französische Truppen in die Schweiz ein. Sie kommen im Namen der Freiheit und werden in den schweizerischen Untertanengebieten mit offenen Armen empfangen. Das Freiheitsfieber breitet sich rasch aus. Bald werden im ganzen Land Freiheitsbäume nach französischem Vorbild aufgestellt. In den Monaten Februar und März 1798 werden überall in der Schweiz Republiken ausgerufen. Im Unterwallis, im Greizerland, in Toggenburg, im Aargau, in Luzern, im Tessin, im Rheintal und in Sargans, in den Werdenberger Gemeinden, in Schaffhausen, in Appenzell und im Thurgau. Am 4. April 1798 gibt es kein einziges Untertanengebiet mehr. Aber die Freiheit hat Grenzen. Die Besatzer haben ihre Forderungen. Unter dem Druck der französischen Truppen müssen die kantonalen Räte einer diktierten Einheitsverfassung zustimmen. Die Verfassung nicht annehmen bedeutet Krieg. Wer die Verfassung annehmen möchte, der gebe es stillschweigend und ohne die Hand aufzuheben zu erkennen. Die alte Eidgenossenschaft ist zusammengebrochen. Die Schweiz heißt jetzt Helvetische Republik. Der Basler Peter Ochs ist der erste Präsident des Helvetischen Senats. Bürger, dieser wichtige Tag belebt unsere Hoffnungen, zerstreut unsere Besorgnisse und gilt uns als sicheres Pfand unseres künftigen Glücks, dessen wir gewiss sind, wenn ihr Mitbürger durch euer Betragen unsere Bemühungen unterstützt. Was ist das für eine Republik, in die das Volk 1798 so große Hoffnungen setzt? Oberstes Gebot der neuen Republik ist die Einheit der Kantone. Das Rutenbündel in den Händen Wilhelm Tells soll diese Einheit symbolisieren. Die Kantone sind wie die Stäbe gebündelt. In der Einheit sollen die neuen Projekte verwirklicht und die noch vorhandenen Widerstände der Aristokraten überwunden werden. Die Aristokratie erscheint hier als Krone, Zepter und zerbrochenes Joch zu Füßen des Freiheitshelden Tell. Aarau wird Hauptstadt. Hier tagt das erste eidgenössische Parlament, eine vom Volk gewählte Volksvertretung anstelle der alten Ständeversammlung, der Tagsatzung. Und so wird die neue Zentralregierung gebildet. Die Urversammlungen der Bürger wählen die Wahlmänner. Diese wählen die Senatoren und Großräte und diese beiden Kammern wählen das Direktorium, die Landesregierung. Auch die Gerichte werden vom Volk gewählt. Wir haben also eine Volksherrschaft, in der die Bürger bestimmen, wer die Macht im Staat hat. Im Namen des Direktoriums der einen und unteilbaren Republik, dem Volke Helvetiens. Ihr seid nun nicht mehr Bürger dieses oder jenes Tales, das mit dem Nachbartal rivalisiert oder verfeindet ist. Ihr seid nun alles Helvetier, Glieder der gleichen Familie, welches auch eure Sprache ist, eure Kultur und euer Brauchtum. Alle Bürger haben Teil am gleichen Recht, ob sie nun am Söntis wohnen oder am Genfersee, in Basel oder Lugano. Das gesamte Gebiet Helvetiens steht nun für die Unternehmen aller offen. Es gibt keine Monopole mehr, keine Privilegien und keine Mauern mehr, außer jenen, welche uns die Natur auferlegt. Die neue Zentralregierung ist idealistisch und ehrgeizig. Sie hat sich noch viel mehr vorgenommen. Die Aufhebung des Zehnten, die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Aufhebung der Heirats- und Todfallsteuern, die Einführung der Presse- und Meinungsfreiheit,
die Durchführung gezielter Bildungsprogramme, die Vereinheitlichung der Münzen, Maße und Gewichte, die Vereinheitlichung des Post- und Zollwesens. Die Schweizer feiern ihre neue Unabhängigkeit. 4 Jahre später ist die Helvetische Republik gescheitert. Warum? Fern sei euch jede Sorge um eure persönliche Sicherheit, euer Eigentum, eure Religionsfreiheit, eure politische Unabhängigkeit und eure territoriale Integrität. Die französische Regierung garantiert euch alle eure Rechte. Hatte General Brünn den Schweizern beim Einmarsch der französischen Truppen versprochen. Und viele schenken ihm Glauben. Die Nidwaldner aber sind wenig beeindruckt von diesem scheinbar großzügigen Angebot. Nidwalden. Nachdem die Innerschweiz schon die helvetische Verfassung abgelehnt und sich schließlich nur unter militärischem Druck untergeordnet hatte, ist es in Nidwalden zu neuen Unruhen gekommen. Von Geistlichen aufgestachelt verweigern die Bauern von Nidwalden den Eid auf die Verfassung, wie er in den übrigen Teilen der helvetischen Republik, hier das Bild aus St. Gallen, bereits abgelegt worden ist. Die Nidwaldner kämpfen einen erbitterten Kampf gegen die Franzosen. Sie bangen um ihre Glaubensfreiheit, weil der Verfassungseid keine Anrufung Gottes beinhaltet. Aber das ist nicht der einzige Grund, der die Nidwaldner in Harnisch bringt. Mit der Einführung der helvetischen Verfassung verlieren sie ihr Recht auf Selbstverwaltung. Ferner die Einkünfte aus dem Solddienst und die Einkünfte aus den Tessiner Vogteien. 3.000 bis 4.000 Franzosen sind auf dem Schlachtfeld geblieben. Auf Seiten der Aufständischen sollen gegen 400 gefallen sein. Und in der Tat, das Misstrauen der Nidwaldner hatte seine Berechtigung. General Brünn hält sein Versprechen nicht. Die Franzosen entpuppen sich als Unterdrücker. Sie plündern die Staatskassen, quartieren sich bei der Bevölkerung ein und leeren die Vorratskeller. Sie verbreiten Seuchen, stecken Häuser in Brand und vergewaltigen Frauen. Sie zwingen die Bevölkerung zu Frondiensten beim Schanzenbau und verschleppen Geiseln. Damit nicht genug. Österreichische Truppen haben unter dem Kommando Erzherzog Karls den Rhein überquert. Bei Zürich haben sie die französische Armee besiegt, die von General Massena befehligt wird. Infolge der französischen Niederlage herrscht die helvetische Regierung nur noch in der westlichen Hälfte des Landes. Man erwartet bald eine Ablösung der österreichischen Armee durch Truppen des verbündeten Russland. Die Anwesenheit dieser fremden Armeen bringen neue Einquartierungen, neue Plünderungen, neue Fronarbeit, neue Hungersnöte. Sogar die Kriegführenden geben sich Rechenschaft über das Elend, das sie über die Schweiz bringen. Der französische Gesandte schreibt nach Paris: Bürgerminister, allein Urserin, ein kleines Dorf, das Sie kaum auf der Landkarte finden, hat im Verlauf eines Jahres ungefähr 700.000 durchziehende Soldaten ernährt und beherbergt, was etwa 2.000 Mann im Tag ausmacht. Im fernen Aarau tagt unterdessen das Parlament und versucht, die anspruchsvollen Reformvorhaben der Helvetik zu verwirklichen. Ich eröffne hiermit die Sitzung und erteile das Wort dem Patrioten Prellstab. Wir sind vom Volk hergesandt, um das alte, morsche Feudalgebäude einzureißen. Und jetzt schickt man sich an, es wieder zu befestigen. Wir weichen nicht von der Stelle, bis ein auf wahre Gleichheit gegründetes Steuersystem entworfen ist. Der Landmann soll nicht einseitig belastet werden. Wenn er den Zehnten bezahlen muss, sollen alle Bürger ihn bezahlen müssen. Bürgergesetzgeber, auch wir sind für die Abschaffung der Feudallasten, denn sie hemmen eine gesunde Staatswirtschaft. Die Frage ist nur, mit oder ohne Entschädigung? Finanzielle Probleme werden zum Dauerthema der Parlamentsdebatten. Die Staatskassen sind leer, die Reformvorhaben aber kosten Geld. In diese Zeit der parlamentarischen Auseinandersetzungen zwischen Patrioten und Republikanern fällt eine unpopuläre Entscheidung der Regierung.
15. September 1800. Der Gesetzgebende Rat macht die Zehntaufhebung von 1798 rückgängig. Diese Maßnahme löst im ganzen Land heftige Reaktionen aus. Im Waadtland stürmen aufgebrachte Bauern die Schlösser der Obrigkeit. Sie rauben die Akten, in denen ihre Abgabenpflichten verzeichnet sind, und verbrennen die Papiere öffentlich. Man nennt sie deshalb Bourlapapier, die Papierverbrenner. Die Besatzungsmacht Frankreich eilt der helvetischen Regierung zu Hilfe. Die Lage im Parlament hat sich in der Zwischenzeit zugespitzt. Freche Behauptung! Lüge! Der Streit der Parlamentarier verlagert sich immer mehr auf den zentralistisch-föderalistischen Gegensatz. Die Unitarier gehen auf Konfrontationskurs mit den Föderalisten, spöttisch beobachtet von den zeitgenössischen Karikaturisten. Die Schweiz erlebt in 2,5 Jahren 4 Staatsstreiche. 1803 hat Napoleon genug von den Schweizer Streitigkeiten. Meine Herren, je gründlicher ich Geographie, Geschichte und Bräuche Ihres Landes studiert habe, desto klarer wurde es mir, dass es keiner zentralen Regierung, keiner einheitlichen Gesetzgebung unterworfen sein sollte. Sie müssen Ihre Kantone auf der alten Basis reorganisieren, allerdings mit dem Unterschied, dass alle gleiche politische Rechte haben, dass die Städte auf ihre Privilegien gegenüber ihren ehemaligen Untertanen verzichten und die Patrizier auf ihre Vorrechte gegenüber ihren Mitbürgern. Das ist im Wesentlichen der Inhalt der Mediationsakte von 1803, der sogenannten Kleinen Restauration. Und das sind die Früchte der Helvetischen Republik. Verwirklicht werden die Rechtsgleichheit, die Aufhebung des Zunftzwanges, die Handels- und Gewerbefreiheit, die Niederlassungsfreiheit, die Vereinheitlichung der Kalenderrechnung und die Grundlagenforschung über den neuen Staat. Nicht verwirklicht werden die Presse- und Meinungsfreiheit, die Ablösung der Feudallasten, die Bildungspläne, die Vereinheitlichung der Münzen, Maße und Gewichte und des Post- und Zollwesens. Was bringt das 19. Jahrhundert der Schweiz? Wird es den aristokratischen Kräften gelingen, die Zustände der alten Eidgenossenschaft wiederherzustellen? Oder haben die Ideen der Helvetik im 19. Jahrhundert eine neue Chance?